There's nothing left. All gone. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Normalerweise beginnen die Videos ja immer in meiner Werkstatt, aber heute nicht. Heute beginnt das Video hier in meinem Zimmer. Oder wie ich es auch ganz gerne nenne, mein Büro. Heute geht es um ein Projekt, was mich eigentlich schon immer nervt. Bestimmt bei vielen von euch auch. Und zwar geht es um das immer andauernde Flaschenchaos. Zumindest mal bei mir. Ich zeige euch mal, was ich meine. Flaschen und noch mehr Flaschen. Bei mir sammeln sich die Flaschen immer an und damit ich einfach mit einmal gehen am besten 6 Flaschen runterbringen kann, werde ich mir heute einen coolen Caddy bauen oder einen coolen Tragekorb, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Und das siehst du in dem heutigen Video. Ich zeige dir, wie man sich aus schönem Massivholz sich einen richtig schönen Caddy baut, um ganz viele Flaschen transportieren zu können. Und gedrechselt wird heute auch mal seit langem wieder. Also viel Spaß beim Video und viel Spaß beim Nachbauen. Ich habe ja ein bisschen Holz und weil das ein relativ kleines Projekt ist, will ich, glaube ich, ein bisschen von meinem richtig coolen Holz benutzen und das hier fällt definitiv darunter, denn das hier ist Holz, was ich noch selbst zugeschnitten habe mit der Motorsäge. Gibt sogar ein Video dazu, das verlinke ich euch oben rechts. Aber grundsätzlich, ich glaube, ich will das heutige Projekt mal in Eiche und Rubin gestalten und mal schauen, was sich dann so während dem Bau ergibt. Zuallererst werde ich mal anfangen, mir eine Schablone hier von diesem Frontstück zu machen. Und da habe ich mir so schon mal ein paar Maße in den Kopf gesetzt. Und die werde ich jetzt auch einfach mal so ein bisschen hier dran zeichnen, um zu schauen, ob mir die Form überhaupt gefällt. Ich möchte, dass das relativ schlank wird, das Teil. Und da kann halt jeder von euch selbst austoben, wie das Design halt eben werden soll. Ich habe echt nur Stifte, die nicht schreiben. Das gibt's doch nicht. Okay. Nein, machen wir doch anders. So, als erstes werde ich mich jetzt mal um die Rubin hier kümmern. Und ich wähle die Maße auch immer so ein bisschen anhand von meinem Material. Die Bohle hier, die ist jetzt ungefähr 60 stark. Das bedeutet, die kann ich ganz gut benutzen. Und die muss ich jetzt aber erstmal herrichten. Und dafür benutze ich jetzt wieder meinen super coolen Format-Schiebeschlitten-Ersatz. Ist jetzt halt ein bisschen gefährlich, da muss man jetzt echt gut aufpassen, dass man sich nie wehtut. Weil die Bohle sehr schwer ist und das hier ein bisschen kippelig sein kann. Aber wenn man aufpasst, ist das überhaupt kein Problem. So, ihr habt gerade gesehen, ich habe 2 Schnitte gemacht. Das war am Anfang ein kleiner Bedienerfehler, denn ich habe die Bohle hinten nicht richtig weit rüber genommen. Deswegen habe ich einfach noch einen Schnitt gemacht und jetzt haben wir hier eine richtig schöne gerade Kante, die wir am Anschlag vorbeiführen können. Wie gesagt, wenn ihr sowas nachmacht, passt übelst auf, passt immer auf, grundsätzlich. Ich habe gerade was geschnitten und das hat extrem gekeilt. Ihr seht es ja auch hier an dem Ergebnis, da ist alles ein bisschen verkokelt. Und hier seht ihr auch wieder, wie viel Kraft Holz hat. Das hier ist nämlich richtig fest zusammen. Da will ich jetzt einen Keil reintreiben, damit das Blatt hinten wieder ein bisschen freier ist. Es ist frei, aber es hat schon ein bisschen gedrückt. Ich werde das Teil jetzt doch erst noch ein bisschen abrichten, denn ich habe Angst, dass meine Kreissäge stirbt, weil das Holz schon extrem keilt. Normal hatte ich bis dato nie so wirklich Probleme damit, aber das hier ist jetzt wohl eine Hausnummer zu krass. Und vor allem ist Rubin ja auch ein saumhartes Holz. Naja, dann gönne ich das meiner guten Kreissäge mal, dass ich das Holz erstmal ein bisschen planer mache. Vielleicht gerade kurz zur Erklärung, was gerade passiert ist. Meine Kreissäge hat gerade ein bisschen angefangen zu schwächeln und das liegt wahrscheinlich an der Bohle hier, weil die sehr rund war und dass das Blatt sehr gekeilt hat. Das Blatt ist auch teilweise echt langsam geworden und als ich es danach benutzt habe, ist der Keil dann immer ein Stück durchgerutscht. Wahrscheinlich, weil er warm geworden ist und ein paar Mal durchgerutscht, einfach durchgerutscht ist. Ich habe da so ein Wundermittel. Also zum ersten Punkt sollte man sagen, das Wundermittel ist in den meisten Fällen Gehirn. Ich hätte das Holz viel früher abrichten sollen, damit ich das nicht so zum Keilen bringe. Hoffentlich freckt jetzt da nicht irgendwas dran. Aber ich habe, damit der Keil eben nicht mehr durchrutscht, das kennen wahrscheinlich viele, die
wenn es regnet, wenn da der Keilriemen durchrutscht, benutzt einfach Riemenspray. Dann rutscht da nämlich nichts mehr durch. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn das drauf macht. Am besten, wenn es steht. Und ja, dann läuft das Blatt nicht mehr durch, der Keilriemen. Aber da kriege ich immer warm. Da kriege ich immer warm, wenn die Maschine komisch mache. So, ich habe gerade einiges auf Länge geschnitten. Das sind aber erstmal die ersten Stücke. Ich mache das hier in dem Fall lieber zweigeteilt, dass ich erst die ersten paar großen Teile fertig mache und dann später nochmal an Kreissäge gehe und alles herrichte. Die müssen wir jetzt gleich erstmal auf Maß hobeln und dann schauen wir mal, welche Maße wir schlussendlich hier haben. Flieht immer N-Mück rum. N-Mück flieht hier drin immer rum. Ach. Als nächstes werden wir die Teile grob auf Breite schneiden, damit wir sie später mit einem Gang, da fliegt schon wieder die Mück rum, damit wir sie später in einem Gang auf die passende Breite hobeln können. So sparen wir uns auch ein bisschen Zeit. Eine kleine Info für euch, ich habe ja eben hier diese Teile ein bisschen anders abgerichtet, wie ich sonst mache. Das habe ich nämlich eben nicht erwähnt. Ich habe hier dieses Stöckchen benutzt. Das habe ich getan, weil die Maschine nicht mehr genau plan abrichtet. Und das liegt, glaube ich, hier in dieser Schraube. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber hier diese Schraube, die spannt man normalerweise unten richtig auf das Gehäuse, damit er halt damit der Tisch nicht einen halben Millimeter oder Millimeter hoch steht, ist abgerissen. Naja, solange es nur die Schraube ist. So, ihr seht, ich habe jetzt hier drei Paneele. Und das Ergebnis ist nicht so ganz zufriedenstellend, denn wir haben hier relativ viele Lücken. Und das liegt halt an der Abrichthobelmaschine. Die ist nicht ganz exakt derzeit wegen diesem abgebrochenen Pin. Ist mega ärgerlich, gerade weil das halt auch so eine relativ teure Maschine ist. Aber ich kümmere mich um den Reparaturbolzen. So, ich habe jetzt hier diese Eichenleisten, die habe ich noch zugeschnitten. Mit denen bekomme ich dann das fertige Maß. Das brauche ich, um das Ganze herzustellen. Und ich habe jetzt schon im Prinzip mein fertiges Maß. Denn die Hobelmaschine ist als dicke Hobelmaschine immer noch sehr genau. Deswegen habe ich jetzt hier genau 200 mm. Das ist das Maß, was ich mir eben vorgenommen habe. Und jetzt kann ich es verleimen. So schnell geht's. Ich hole mir jetzt in dem Fall wieder hier diese Rohrschraubzieher. Mit denen kann man einfach super, super gut kann man die Bretter verleimen. Das Coole an diesen Schraubzwingen ist jetzt halt einfach, dass ihr wirklich keine Schraubzwingen braucht, um diese ganzen Bretter in Reihe zu halten. So einen minimalen Versatz haben wir schon, aber das ist echt nichts. Zumal ich die später eh noch einmal hobeln werde. Deswegen ist das hier überhaupt kein Problem. Das Schöne an diesen Rohrschraubzwingen ist definitiv, wenn ihr Bretter verleimt, so wie ich, mache das ja relativ oft, da braucht ihr im Endeffekt nicht so viele Zwingen. Hier diese Rohre und alles, das kostet ein paar Euro. Ich würde mal so viel behaupten, dass die ungefähr so viel kosten wie eine gute Schraubzwinge. Aber ihr braucht halt keine zwei auf jeder Seite, nur damit die Bretter in Waage sind. Dann braucht ihr nochmal drei, um sie halt auch zu verspannen. Und wie gesagt, im Endeffekt könnt ihr hier mit diesem Rohrschraubzwingen, ein paar Schraubzwingen sparen. In der Zwischenzeit, wo hier dieses Holz jetzt trocknet, kleine Info am Rande, auf einer Seite habe ich übrigens den Leim verstrichen, weil wir es ja später nochmal durch die Hobelmaschine schmeißen werden. In der Zwischenzeit werde ich jetzt mal das Drechselholz vorbereiten, denn ich möchte hier oben noch einen runden Griff drechseln. Das machen wir jetzt. Ich glaube, diese Bohle hier ist auch schon richtig alt. Die habe ich mich noch mitgekauft, als ich meine Drechselbank, meine alte, gekauft habe. Und genau daraus werde ich jetzt das Kantholz schneiden, um später dann zu drechseln. Thank you.
und schnell die passenden Werkzeuge einbauen. Bohrfutter braucht man in dem Fall ja auf keinen Fall. Brauchen in dem Fall aber einen Vierzackmitnehmer, also relativ leichte Langholz-Drechslerei. Wenn ihr mit dem Drechseln anfangt, würde ich euch übrigens empfehlen, Langholz-Drechseln anzufangen, denn das ist ein gutes Stückchen einfacher als die Querholz-Drechslerei. Während das andere Holz trocknet, können wir das hier wenigstens als mal rund machen. Aus finalem Maß können wir es eh noch nicht drechseln, denn dafür messen wir es dann am Werkstück ab. Ich habe das Stück Holz jetzt erstmal rund gemacht. Ihr habt doch gesehen, ich habe mal den Meißel benutzt. Das Problem hier an diesem Meißel hier ist, dass das kein gehärteter Stahl ist. Der wird immer relativ schnell stumpf, aber hierfür hat es gereicht. Ich werde dann die Endform wahrscheinlich gleich eben mit der Röhre dran bringen. So, 7,14. Das hier ist die Mitte. Und in die Mitte soll ein Tragegriff drankommen. Da will ich so eine Form dran machen. Und der soll mal so breit werden. Und dann schauen wir erstmal, dass wir hier einen kleineren Durchmesser dran bringen, denn das hier ist ein bisschen wuchtig. Und wenn ihr hier ein paar Punkte markiert habt, könnt ihr jetzt mit dem Bleistift die einfach durchstreichen. Dann könnt ihr so besser sehen, wenn ihr die gleich drechselt. Und als erstes werde ich hier den Durchmesser noch ein bisschen runterbringen. Wie gesagt, ist ein bisschen mächtig. Und ich markiere mir jetzt nur hier diese beiden Punkte noch einmal zusätzlich auf meiner Messerauflage. Damit ich sie gleich nochmal finde. Ich habe die Paneelen, die wir gerade eben verleimt haben, habe ich gerade auf die fertige Dicke gehobelt. Ich fall doch runter. Und jetzt werde ich die auch aufs fertige Maß schneiden. Dafür brauche ich ein ganz kleines Blatt, denn dann muss ich einfach weniger schleifen. Und weil ich heute ein bisschen blöd bin, habe ich schon wieder nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Ich habe gerade die Teile einfach auf Länge geschnitten. Was ist heute nur los? Auf jeden Fall werden wir jetzt noch die Schrägen anschneiden. Dafür brauchen wir auch wieder hier meinen tollen Schiebeschlitten. Und da seht ihr auch, dass er hier relativ genau an dem Zahn vorbeiläuft. Also das wird wahrscheinlich nicht mehr als ein Millimeter sein, wo das Teil hier einen Unterschied hat. Also genau genug. Und jetzt holen wir uns ein kleines Gewicht. Das erleichtert uns nämlich einfach die Arbeit. Hier stehen. Ups. So, dann stellen wir es einfach hier drauf, dann kann das hier nicht mehr so schnell kippeln. So, jetzt wollen wir ja natürlich hier diese Schrägen schneiden und das kann man an der Bandsäge schneiden, aber an der Kreissäge habt ihr einfach einen richtig feinen, geraden Schnitt. Und normalerweise könnte ich das hier mit diesem Schnellspann einzwingen, könnte ich das festspannen, das geht aber nicht, weil hier direkt der Tisch ist. Da kann ich hier mit dem Teil ja nicht um das Brett kommen. Man könnte jetzt hier diese Schraubzwinge holen mit einer Schraube in den Schiebetisch hier reinschrauben
und dann festspannen. Das wäre eine Möglichkeit, das wollte ich auch eigentlich machen, aber ich werde es jetzt doch ein bisschen anders machen. Ich werde mir jetzt hier ein paar Reststücke holen, werde mein Stück Holz so ausrichten, dass es passend liegt. Und da muss ich einfach hier diese Striche unten auf das Brett legen. Und wenn das dann passt, kann ich mir hier Bretter holen und das überall um das Brett hinumlegen. Und dann kann ich es einfach drehen und habe einfach genau denselben Schnitt. Und das machen wir jetzt mal schnell. Aber Nummer 2. Und jetzt kann ich einfach hier dieses Stück Holz nehmen und lege das hier in diese Ecke, halte es gut fest und kann es schneiden. Schauen wir mal, ob das hier auf dieser Seite auch noch passt. Der Schnitt passt und der Schnitt passt auch richtig gut. Also jetzt können wir die Teile einfach schneiden. Und siehe da, die Schnitte sind so gut wie identisch. Wenn wir das jetzt mal so übereinander legen, passt das echt richtig gut. So, nachdem wir die Kanten geschliffen haben, können wir mal das Loch bohren für den Griff. Und da stelle ich mir einen tiefen Stock. Jetzt kann ich hier bei meinem Griff weitermachen und dann markiere ich mir erstmal die komplette Länge. Und da habe ich mir das ausgemessen und durch 2 geteilt und markiere mir das jetzt hier von der Mitte aus. Das sind 141 und ein bisschen. Also einmal hier und einmal in diese Richtung. 141 und ein bisschen. So, jetzt bleibe ich noch mit der Maserung, damit wir es noch ein bisschen feiner bekommen. So, und in diesem Fall werde ich mein Finish jetzt auch noch aufbringen. Also ich werde es jetzt schon aufbringen, weil es an der Drechselbank dann schön gleichmäßig draufbringen kann. Das ist mein selbstgemachtes Finish, das findet ihr auf meinem Shop. So, das ist jetzt überall Finish drauf. Ich kann meine Maschine ein bisschen schneller laufen lassen und den Überschuss da so mit abreiben. Mehr braucht es nicht, dass man eine richtig coole Oberfläche hinbekommt. Unser Sprudelträger sieht mittlerweile so aus, schaut eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt habe ich hier noch diese Leisten vorbereitet, die sollen hier unten und hier oben reinkommen, damit halt eben die Sprudelflasche hier nicht rausfallen kann. Ich möchte das Ganze ins Holz einlassen und ich denke, das könnte einfach ganz cool aussehen. Jetzt muss ich mal hier diese Bretter natürlich so markieren, damit ich sie nicht durcheinander bringe. Dafür mache ich mir auch wieder ein Buntdreieck drauf. Das verschleife ich dann später einfach. Und jetzt werde ich gleich an der Tischkreissäge hier Schlitze reinschneiden, damit dann ein Brett so reinpasst. Außerdem muss ich jetzt noch ein anderes Sägeblatt einbauen, denn das hier ist ein Wechselzahn. Und die, die mein Wechselzahnblatt benutzt haben, wissen, dass dann diese Schnittfuge nicht flach ist. Die hat dann solche Spitzen. Und das ist halt eben wegen dem Wechselzahn. Weil ich aber später hier in diesen Schlitz, wo wir gleich reinschneiden werden, ein Brett einleimen möchte, werden wir ein Flachzahnblatt verwenden. Das ist zwar relativ grob, aber das sollte keine Extremausrisse raus ins Holz bringen. Der Zahn von diesem Blatt ist halt einfach flach und hinterlässt dann so eine flache Oberfläche. Alternativ könnte man hier natürlich eine Oberfräse benutzen, aber in meinen Augen geht das hier am simpelsten. Bevor wir jetzt in das eigentliche Werkstück reinschneiden, machen wir auch hier erst einen Testschnitt, um zu sehen, ob wir das Blatt auf der richtigen Höhe haben.
möchte ich das Teil langsam mal zusammenbauen. Hier diese Aussparung haben wir jetzt fertig gemacht. Und jetzt fangen wir, wie gesagt, mal an, das langsam zusammenzubauen. Als erstes müssen wir mal Leim da oben reingeben. Wenn man da keinen Staub ist, sonst hält der Leim nicht so gut. Habe ich hier so einen Blasebalken. Vielleicht kennt ihr noch die Älteren von euch. Und so bekomme ich den Staub da ganz einfach raus. Denn dann kann ich jetzt hier nämlich meinen Pfosten ganz einfach reingeben. Was machen wir? Ich lasse den Leim lieber erstmal noch kurz draußen, bevor ich es wieder überstürze. Ne? So. Und dann können wir das hier nämlich draufstellen. So, und jetzt kann ich das hier unten mit der Schraube sichern. Ich habe jetzt alle Teile soweit geschliffen und ich werde jetzt gleich noch ein paar Worte dazu sagen, warum ich das wie zusammenbaue. Denn du strahlst ja selber wie Sonnenschein. Das lasse ich jetzt über Nacht trocknen. Morgen werde ich noch einmal alles abschleifen und wie ich hier diese Teile wegmache, das werde ich euch dann gleich im Video für mich morgen dann zeigen. Da habe ich einen coolen Tipp von einem von euch bekommen. Dankeschön dafür. Seht ihr ja gleich. Und schreibt mir gerne mal jetzt schon in die Kommentare, wie du es findest, dass ich hier diese Mittelstiege weggelassen habe. Ich habe ein paar Bilder gesehen, also ich bin nicht der Einzige, der die weggelassen hat. So denke ich mir, so kann ich es noch ein bisschen universeller benutzen und ich kann Sprudelflaschen super mit hoch und runter tragen und vielleicht mal irgendwann was anderes, wer weiß. Auf jeden Fall, schreib mir gerne mal, ob du diese Mittelstiege reingemacht hättest. Ich finde es aber eigentlich ganz okay. Der Leim hat jetzt Zeit, über Nacht zu trocknen. Ich bin gespannt, wie das ausschaut. Was mir speziell bei Rubin hier aufgefallen ist, ist, dass wenn der Holzleim auf einer Oberfläche bleibt, dass das extrem gelb wird. Also wenn ihr etwas verleimt und ihr möchtet da nicht mehr mit Schleifpapier ran, schaut, dass ihr so gut wie möglich den Holzleim runterbekommt. Jetzt kommen wir zu dem Tipp, den ich von euch bekommen habe, von einem von euch nämlich. Und dafür nehmen wir uns hier die Oberfräse. Ich habe auch extra diese Platten hier unten drunter abgeschraubt, damit hier diese Öffnung größer ist. Denn jetzt stellen wir den Fräser bündig zur Oberkante ein, beziehungsweise ein ganz klein bisschen oben drüber und fräsen hier diese Überhänge weg. Hier dieses Stück stemme ich jetzt schnell weg, denn jetzt habe ich einfach weniger Material, bei dem ich das tun muss. Und jetzt kann ich auch hier diesen Zapfen noch fertig wegmachen. Aber auch hier ist noch so ein bisschen Handarbeit. Hier gehe ich noch einmal mit dem Stemmeisen drüber, damit wir später weniger schleifen müssen. Lasst euch oben von dem Gebläse nicht stören.
Das Gebläse reinigt nämlich gerade nochmal hier die Werkstattluft, damit man hier nochmal besser drin atmen kann. Speziell wenn man geschliffen hat oder wenn ich gerade schleife, läuft das Ding immer voll in Touren. Auch meine selbstgebaute Filterstation läuft dann auch mit. Und da merkt man wirklich, dass es schnell hier drin wieder richtig sauber wird. Jetzt finde ich das Ganze und das ist wirklich immer der schönste Punkt. Und das ist mein eigenes Finish. Das verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Das müsst ihr einfach mit so einem Baumwolllumpen auftragen. Das Coole daran ist, dass ihr solche kleinen Fehler wie hier mit dem Wachs dann vollpackt und die sind dann nicht mehr so ersichtlich. Man könnte noch ein bisschen Staub holen, den da reinreiben und dann wäre es noch ein bisschen besser. Aber das hier finde ich super so. Eine Sache hätte ich fast vergessen, das mache ich jetzt noch schnell drunter. Und das sind hier solche kleinen Gummifüße, denn das Teil stellt ihr immer auf den Boden. Und damit ihr euch nicht den Boden und auch nicht das Holz vermarkt, schraube ich hier einfach so ein paar Gummifüße drunter. So, und das ist es gleich fertig. Perfekt. So, ich würde sagen, den Härtetest hat dieser Träger auf jeden Fall jetzt bestanden. Ich bedanke mich, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Im Hintergrund siehst du ja noch ein paar Aufnahmen von dem schönen Wasserträger. Ich bin echt happy, dass das Teil jetzt fertig ist. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie das Video gefallen hat, vor allem wie dir der Look gefällt. Und bis zum nächsten Video wünsche ich dir dann noch einen schönen Tag. Ciao.